gekommen. Früher habe ich es ja immer so gespielt, dass ich den Leuten hier über diesen über dieses Feld, über den Fußspuren, das hier, dass ich dann immer irgendeinen Einsatzradius festgelegt habe. Irgendwie ein oder zwei Attraktionen, aber jetzt spiele ich das immer so, dass die rumlaufen können, wie sie wollen. Also da habe ich bislang auch noch keinen Nachteil erlebt. Muss ich mal so sagen. Und dann gibt es noch ein paar Aufseher. Fünf Stück sind da auch ein bisschen wenig. Verdoppeln wir die einfach mal. So. Eine Einspurbahn. Wann gibt's die? Gleich. Was haben wir noch so an Achterbahnen? Bob-Achterbahnen. Hier haben wir noch einen Shuttle Loop. Drehen wir mit dem mal wieder ein bisschen rum. Gar kein richtiger Platz mehr hier zum Rumbasteln. Rumtesten von Attraktionen. Weil hier überall irgendwelche Bäume rumstehen. Das ist eine Belästigung. Und jetzt gibt es diese komische Einschienenbahn, die aber kein Mensch braucht. Fließt mal beschleunigen. Oh, Wasserrutsche im Weg. Ist hier wieder das im Weg. Oh, da muss ich den Baum mehr abreißen. Aber ich kann das auch einfach auf die Seite bauen. Müsste ja genauso funktionieren. Ich will diese verdammte Wasserrutsche im Weg. Jetzt geht's drüber und dann Beschleuniger. Und dann einfach. So, da geht gleich wieder irgendwas kaputt. Rüsseldefekt. Ganz langsame Abschussgeschwindigkeit. Weil er jetzt beschleunigt. Sinnlose Bahn. Sinnlos. Naja. Juli haben wir jetzt gleich durch. Dann ist noch August, September, Oktober. Oh, das sind noch lange 3 Monate im Spiel. Lange 3 Monate und da ist jetzt mal wieder der Rechtsklickbug zugeschlagen. Wer ist in der Leitung der Bundeswehr? Ich labere wieder nur Stuss gerade. Entschuldigt das. Shuttle Loop Special Edition. Shuttle Loop. Sie meinen, kannst auch bauen, wenn du das magst. Geht's steil runter hier. Ein bisschen was zum Abbremsen.
beste Achterbahn der Welt hier, die wir hier gebaut haben gerade. Aufregende Attraktion gibt es als nächstes. The Storm, schon wieder defekt. Haltevorrichtung öffnen nicht. Shuttle Loop ist auch defekt. Sicherheitsabschaltung. Ach Mensch, hier ist aber was los. Ich habe eine geilere Idee mit der wilden Maus hier. Ein Reverse. Wir bauen das so maximal hoch, dass dort die Wagen gar nicht hochkommen. Nerviger Rechtsklickbug. Wo muss ich hin? Da. Ach, was mache ich hier für einen Unfug? Mensch. Ein bisschen Konzentration wäre doch mal geil. So, Testfahrt, der kommt dort definitiv nicht drüber und ich nehme aus Sicherheitsgründen bloß mal einen Wagen. Und wir haben übrigens die 2000 Besucher geschafft. Die Frage ist, wie viele Besucher ja maximal, also wie viele Besucher das Spiel maximal eigentlich handeln kann. Speichern wir wieder richtig gepflegt ab hier und als nächstes eine aufregende Attraktion am 12. Juli. Und da kommt die Maus nicht drüber raus. Ach Mensch, das ist doch Skandal, ist das. Du kannst doch gleich los machen, gell? Das muss aber funktionieren, du. Okay, ich lasse es. Ich lasse es einfach. Hier sind sehr viele Ballons, die hier einfach mal abgehen. Die hier nicht, die wollen nicht. Running Gag. Eingebaut dort. Und ja, der kettelt dort ein. Genau, so muss es sein. Ob das aber mit Fahrgästen dann auch so reibungslos klappt, das ist dann die Frage. Als nächstes Stromschnellen. Das wäre doch auch witzig, wenn man die einfach hier entlang baut. Stromschnellen. Hier runter. Tja, wo habe ich denn noch Platz dafür, für den Spaß? Wo man einigermaßen leicht bebauen kann. Na, hier hinten, hier wäre noch Platz. Dann muss ich allerdings die Bäume abreißen. Ich hoffe, es schaut kein Greenpeace-Aktivist zu oder anderweitiger Öko. Ach, dieser Rechtsklick-Bug ist auch überhaupt kein bisschen belastend, ne? Hier in der VM. Weiß ich nicht, woran das an der VM öfter liegt. Stromschnellen sind eine wahrlich aufregende Attraktion. Oh, Leute. Oh, hier. Was ist denn das? Katis Weltwasserdefekt, lass mich raten, Stationsbremsen? Ne, Sicherheitsabschaltung. Na gut, bei diesen Dingsbahnen ist das ja nicht so schlimm. So, jetzt fängt wieder an mit Regnen und ich fange gleich an, hier auszurasten, wenn das hier mit diesem Bug nicht sofort aufhört. Sehe ich das richtig? Der Weg ist nur hier hinten dazu da, um zu der. Zu der Attraktion hier zu kommen. Wer hat denn das denn verbrochen? Der Weg stört mich nämlich ein bisschen für den stromschnellen Bau. Und ich muss die Stromschnellen dort dann irgendwie per Tunnel oder sowas ankellen. Keine Ahnung.
Widget Effects. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Dazu muss ich mal kurz hier absperren. Dass ja keiner mehr lang rammelt. Das ist wirklich nur eine temporäre Sperrung. Die wird dann gleich wieder aufgehoben. Du musst dann gleich mal weg hier. So, jetzt sind die Stromschnellen available. Ich baue hier einfach gleich mal so drüber. So. Da müssten die Stromschnellen eigentlich drunter durchpassen. Und ja, die bauen wir jetzt. Und dann bauen wir die hier hinten auch noch ein Stück hier raus. Platz genug ist ja ja. Stromschnellen, Wasserkanal aus Beton. Die Brote können beliebig durch den Kanal gesteuert werden. Wir nehmen keine Vorlage, wir bauen was Eigenes. Oh, genau da passt es halt nun mal gerade nicht. Dann halt hier. Ich baue das eigentlich immer gern so ein bisschen realistisch, also halt hier dann in solchen bisschen tiefer gelegt hier sozusagen. Beziehungsweise, dass das halt ebenerdig ist. Na gut, das geht ja in den Kurven leider nicht so exakt. Ist halt schade dann. So, hier gibt es erstmal einen Stromschnellen. Whirlpool. Wasserfall. Hier tritt dann die Bahn wieder raus. Kleiner Drop darf da natürlich auch nicht fehlen.